wie ich ein Regal für mein Bett mache. Und dafür braucht man einen Karton, wo das Regal drin ist, und einmal eine Werkzeugtasche, wo ich einmal einen Gummihammer habe, eine Zange und zwei Schraubenzieher. Und jetzt waren die Kartons sind so verarbeitet, dass man sie ganz leicht öffnen kann, wie ich es jetzt gerade mache. Jetzt mache ich die Kanten. Jetzt mache ich die andere. Und jetzt habe ich die ganzen Regale schon mal ausgepackt. Und jetzt seht ihr, es sind zwei große Bretter mit Löchern drin. Und hier sind zwei dicke Bretter, auch mit Löchern. Und hier seht ihr schon mal, das sind drei dünne Bretter und hier sind so welche großen Löcher. Und einmal die Anleitung. Wir brauchen das nicht, weil es kein Wandregal wird. Das ist nur, wenn ihr das Regal auf die Wand hängen möchtet. Und das Ganze packe ich jetzt in diese Tüte. Und jetzt nehme ich mir erstmal die Schrauben raus, die ich brauche. Und jetzt habe ich das erstmal alles sortiert. Einmal große Schrauben, erstmal diese kleinen Schrauben und einmal dann diese Dinger, einmal dieses Ding und einmal diese kleinen Holzstäbchen. Und jetzt hole ich mir was von meinem Gürtel. Diesen Schraubenzieher. Seht ihr hier, ich brauche 12 Schrauben. Die habe ich hier schon sortiert und jetzt fange ich an. Und immer diese Schrauben immer nach außen packen. Und nicht zu fest drehen, weil nach fest kommt locker. Einmal kurz mich festhalten. Ich muss einfach kurz rüberkrabbeln, weil von der anderen Seite das dann nicht geht. Fest. Fest. Alle Schrauben sind jetzt fest. Jetzt habe ich einmal bei dieser Platte und bei dieser Platte was drauf gemacht. Und jetzt nehme ich diese Platte. Gerne hier und nehme diese Dinger und diese Öffnung guckt immer zu diesen Löchern hier zu diesem Loch an der Seite. Ich hole mir jetzt nochmal einmal den Gummihammer, weil wenn ihr nicht
so stark seid, mit der Handkraft, dann könnt ihr mit dem Gummihammer richtig reinhauen. Aber nicht so doll reinhauen. Jetzt nehme ich den und mache ihn so. Und vielleicht könnt ihr es nicht erkennen hier. Hier ist ein kleiner Pfeil. Und der Pfeil guckt immer zum Loch. Und wenn ihr ihn falsch gemacht, wenn ihr ihn ein bisschen falsch verdreht habt, könnt ihr euch so einen Schraubenzieher nehmen mit so einer flachen Seite, weil ihr ihn dann so drehen könnt. Jetzt habe ich diese Nupsis drin. Jetzt nehme ich die andere Platte. Und jetzt habe ich einmal die ganzen Nupsis reingemacht. Jetzt drehe ich das hier einmal um. Und jetzt kommen die Holzstäbchen dran. Und ihr seht ja, das Loch ist größer als das hier. Und erratet, wo dieses kleine Stäbchen in welches Loch kann. Ich mache es mal in das, weil es da richtig reinpasst. Und jetzt, wenn man das hier reingemacht hat, stellt man auf den Teppich, wenn man einen Teppich hat. Und jetzt mache ich das nächste. Das andere packe ich mal so rein. Und jetzt habe ich einmal die kleinen Holzstückchen reingemacht. Jetzt nehme ich einmal dieses Blatt und gehe hier hin zu dem. Und diese Holzstäbchen kommen hier rein. Und dann in diese großen Löcher kommen dann die Schrauben rein. Den Schlitzschraubenzieher ziehe ich die beiden unteren fest. Und jetzt habe ich das hier umgedreht, das Brett. Und jetzt mache ich das zweite Brett dran. Drehe es einmal auf diese Seite. Und wo es nicht richtig drin ist, setze ich mich einmal kurz drauf. Und jetzt ist das schon dran. Jetzt drehe ich das nach hier um. Und jetzt nehme ich den Spitzschraubenzieher. Ja, und wenn man ein kleines Ich kann man auch hier reinschlüpfen.
braucht man sich nicht so rüberbücken, weil das auch manchmal am Rücken wehtut, wenn man es zu oft macht. Und jetzt nehme ich mir mal dieses große Brett und die kleinen Löcher, die kommen da in, hier auch diese Löcher und die großen Löcher kommen nach außen. Jetzt nehme ich dieses Ding hier und einmal ein und einmal so eine große Schraube und stecke sie einmal hier rein und nehme das Ding, schraube das einfach hier rein. Und jetzt habe ich schon die erste Platte dran geschraubt und jetzt drehe ich das um, dass diese Öffnung hier zu euch guckt. Dann nehme ich mir die andere Platte und mache sie hier drauf und nehme jetzt die wieder und stecke ihn hier rein und drehen. Jetzt drehe ich die letzte Schraube rein. Jetzt ist es ein bisschen richtig schwer und ich bin jetzt fertig, mach das Ding raus und jetzt richte ich es mal auf. Jetzt seht ihr, wie es mal aussieht, wenn es aufgebaut ist. Mein Video ist jetzt aus. Gebt mir 800 Daumen, gebt schön nach Hause, vergesst mich nicht zu abonnieren. Tschüssi!